Heute Abend erfahren wir mehr zum großen Wellness-Tag-Update oder auch schon in diesem News-Video, denn gestern Mittag gab es schon wieder einen größeren Leak zum zweiten Gameplay-Pack für die Sims 4. Wie die Entwickler schon vor einigen Wochen verraten haben, soll es demnächst eine aktualisierte Version eines bereits vorhandenen Gameplay-Packs geben. Jetzt wissen wir auch, um welches Pack es sich hier genau handelt. Das mittlerweile schon 6 Jahre alte Wellness-Tag-Gameplay-Pack hat von den Entwicklern eine umfangreiche Aktualisierung erhalten, wie wir im gestrigen Leak auf der offiziellen EA-Seite für eine kurze Zeit lesen konnten. Neben einer ausführlichen Beschreibung, was sich mit der Aktualisierung ändern wird, wurden ebenfalls verschiedene Screenshots mit den neuen Inhalten veröffentlicht. So können sich eure Sims ab sofort über künstliche Nägel in verschiedenen Formen und Farben freuen, die jetzt mit diesem Pack-Update ins Spiel kommen. Aber weitere spannende Gameplay-Neuerungen wie ein Merkmal, was man mit Dauer gestresst übersetzen kann oder ein neues innerer Frieden bestreben, wurden erwähnt. Kinder, die vorher nicht an den entspannenden Aktivitäten teilnehmen konnten, sind nun ebenfalls dazu in der Lage, Yoga-Übungen zu machen. Ihr könnt nun ebenfalls anderen Sims Yoga beibringen und damit ebenfalls ein paar wenige Simoleons verdienen. So wie es in der Beschreibung klingt, wird es ab sofort ebenfalls möglich sein, als Zen-Guru und Selbstachtungsspezialist zu agieren. Hiermit ist wohl scheinbar eine neue Karriere gemeint. Als letztes können eure Sims ab sofort eine Pedi- und Maniküre erhalten und sich Gesichtsmasken aufsetzen. Auch passende Deko-Objekte wurden hiermit implementiert, die bereits vorhandenen Massagestühle haben eine weitere Version dazu bekommen. Ansonsten lassen sich ein paar ebenfalls neue Objekte wie dieses Meditationskissen für den Boden erkennen. Für Kleinkinder stehen jetzt ein paar legere Klamotten bereit, die kleinen Sims gab es zum Zeitpunkt dieses Gameplay-Packs ja auch noch nicht. Etwas später haben die Entwickler dann ebenfalls erwähnt, dass es heute Abend um 19 Uhr einen aktualisierten Gameplay-Pack-Trailer geben, der dann viele Änderungen dieses Packs vorstellen wird. Wenn ihr euch aber für die genauen Pack-Features interessiert, startet ebenfalls ein weiterer Entwickler-Livestream, mit dem wir dann ganz genau wissen, wie die einzelnen Features funktionieren. Wenn ihr das Gameplay-Pack noch nicht besitzt, gibt es dieses bei Instant Gaming für insgesamt 10% weniger. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr auf diesen Spieleinhalt und andere Packs ordentlich sparen und mich unterstützen wollt. Was denkt ihr über die neuen Inhalte und werdet ihr euch das Gameplay-Pack, falls ihr es noch nicht besitzt, vielleicht trotzdem noch holen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.